herzlich willkommen allerseits. Abschlusspressekonferenz vor dem EM-Finale. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist da und Svenja Huth. Und Svenny, mit dir fange ich gerne an. Wir waren gerade schon im Innenraum, haben uns das ein bisschen angeschaut. Du warst noch, hast noch nie in Wembley gespielt, warst auch noch nie hier. Nimm uns mal mit, Vorfreude auf dieses Finale ist das Stichwort. Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß und das Stadion ist auch schon im leeren Zustand beeindruckend. Und von daher, ja, ist die Vorfreude bei uns allen sehr, sehr groß. Das wird die nächste große Herausforderung für uns, die wir uns aber gerne stellen. Martina, wir spielen gegen England. Matchplan wirst du uns nicht verraten, aber wie gehst du dieses Spiel an? Ja, wie gehen wir dieses Spiel an? Genauso wie wir alle anderen Spiele bei dieser EM angegangen sind. Wir wollen unser Spiel machen, wir wollen mutig sein, wir wollen aggressiv sein, wir wollen alles nochmal reinwerfen, als Team komplett wieder auftreten, wie es uns bisher gelungen ist. Und trotzdem haben wir morgen neben den sportlichen Herausforderungen sicherlich eben auch diese Herausforderung, EM-Finale im Wembley-Stadion gegen das Host-Team vor einem fantastischen Publikum. Wir haben einige junge Spielerinnen und einige wenige ältere, die das erste Mal im Wembley spielen, nicht das erste Mal im EM-Finale, aber auch. Und ich glaube, dass wir noch nicht ganz genau einschätzen können, wie schnell können wir das denn beiseite schieben. Und von daher freuen wir uns einfach, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Privileg haben, von dem wir geträumt haben, ein Finale gegen England hier im Wembley-Stadion zu spielen. Ich weiß nicht, ob es viele größere Sportmomente für unsere Spielerinnen geben wird oder schon gegeben hat. Es gehört sicherlich zu den größten Momenten. Und neben dem, was wir uns sportlich vorgenommen haben, haben wir uns auch wirklich vorgenommen, im Moment hier zu bleiben und alles mitzunehmen, was wir aktuell erleben dürfen. Vielen Dank. Eure Fragen bitte. Frank Hellmann in der Mitte. Martina, ich würde dich gerne mal fragen, weil ich mich bei dir frage, selbst ein bisschen schwer tue. Hat Deutschland morgen was zu verlieren? Man kann ja sagen, einerseits ja, weil 8-mal Europameister und noch nie ein Finale verloren, aber andererseits kann man auch sagen nein, weil die Mannschaft hat schon so viel erreicht und so viele Sympathien gesammelt, dass es eigentlich auch, ich sag mal, nicht so ganz schlimm wäre, wenn man verlieren würde. Wie würdest du die Frage beantworten? Ich würde die Frage sehr differenziert beantworten. Natürlich haben wir was zu verlieren, nämlich ein Spiel, das wir nicht verlieren wollen. Aber Fakt ist auch, du wirst im Leben auch mal Spiele verlieren und da musst du auch damit umgehen können. Und wenn am Ende der Gegner sich morgen als der Bessere herausstellt, dann werden wir die Ersten sein, die sehr fair gratulieren werden. Aber wir haben eben nicht vor, zu verlieren. Und klar ist das eine Reise, die wir jetzt gegangen sind, die vielleicht so in der Vorstellung von vielen Menschen außergewöhnlich ist. Wir haben immer gesagt, wir nehmen uns vor, hier hinzufahren und jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind an dem gewachsen, was wir in den letzten Monaten und vor allen Dingen auch hier erlebt haben. Und Svenny und ich haben gerade im Auto noch darüber gesprochen, dass wir selbst jetzt in den letzten 8 Wochen gesehen haben, dass wir Spielerinnen, aber auch im Team hinter dem Team, Prozesse schon wieder gemacht haben. Also in einer relativ kurzen Zeit sind wir schon wieder an bestimmten Dingen gewachsen. Und das wollen wir einfach mitnehmen. Das soll uns Sicherheit geben, das soll uns Stärke geben. Und von daher haben wir schon viel gewonnen, möchte aber trotzdem noch einen anderen Gedanken reinwerfen. Ich finde, wir werden am Ende nur dann gewinnen, wenn wir all das, was jetzt gerade passiert, ob in Deutschland, ob in Europa, ob hier in England, wenn wir das mit einer Nachhaltigkeit auch beenden können. Und zwar nicht, dass es jetzt ein Event ist, was gerade hier ganz oben ist und alle Welt freut sich gerade und ist dabei, sondern es muss etwas davon übrig bleiben. Und es muss eine große Chance jetzt sein, in allen Ländern die nächsten Schritte im Frauenfußball zu machen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Lisa de Reuter. Martina, ich hätte eine Frage zum Personal. Stehen dir bis auf Clara alle Spielerinnen zur Verfügung oder gibt es Einschränkungen? Marina hat ja gestern auch nicht mit der Mannschaft mittrainiert. Was gibt es da Neues? Nein, es gibt keine Einschränkungen, außer eben leider der Ausfall von Clara Bühl, der uns natürlich immer noch auch emotional beschäftigt. Aber auch diese Emotionalität soll uns morgen helfen, eine gute Leistung zu geben, auch für Clara. Der Kollege von der Deutschen Welle.
Hallo. Ich weiß, es wurde jetzt gerade am Anfang erwähnt, aber ich habe das nicht wirklich verstanden. Ist es für euch das erste Mal, dass ihr hier seid in diesem Stadion? Wie gefällt es euch? Und daran anschließend, wie sehr reizt euch die Gelegenheit, morgen auch an diesem für den deutschen Fußball geschichtsträchtigen Ort nochmal ein weiteres Kapitel schreiben zu können? Also es ist für mich morgen das erste Mal hier in Wembley zu spielen, weil ich 2019 aufgrund einer Verletzung ausgefallen bin. Und ja, von daher ist bei mir die Vorfreude natürlich auch sehr groß, wie beim Rest des Teams auch. Und ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist das Stadion schon im leeren Zustand sehr beeindruckend. Wir freuen uns, ja, dass morgen 90.000 Zuschauer im Stadion sein werden, die größtenteils wahrscheinlich gegen uns sein werden, aber es ist uns bewusst und das kann auch was Schönes sein. Und ja, für uns ist es natürlich aktuell ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass wir viele Menschen erreichen, begeistern. Nicht nur, weil wir Spiele gewinnen, sondern mit der Art und Weise, wie wir die Spiele gewinnen. Und das ist natürlich von uns auch ein Wunsch, dass wir diesen Hype, der auch gerade in Deutschland passiert, auch nach der Europameisterschaft hochhalten können. Nächstes Jahr steht Gott sei Dank schon wieder eine Weltmeisterschaft an. Von daher ist der Zeitraum diesmal nicht ganz so weit zwischen zwei Turnieren. Und das ist natürlich, was auch Martina gerade schon gesagt hat, auch eine große Hoffnung für den deutschen Frauenfußball, eben ja, nachhaltig Menschen neu zu begeistern und dann eben auch zu binden. Patrick Hallatsch, ARD. Ja, eine Frage an euch beide. Ihr könnt sehr selbstbewusst ins Finale gehen. Vielleicht kann ich euch zu einer kleinen Kampfansage hinreißen. Wem gehört denn morgen Abend Wembley und warum? Ja, wahrscheinlich gehört Wembley zu Beginn den Engländern und es wäre schön, wenn es am Ende uns gehören würde. Dann in der Mitte der Kollegin. Habe ich nichts anzumerken. Gut, habe ich doch gedacht, deswegen habe ich dir auch nicht das Wort erteilt. Aber ich habe noch Augenkontakt zugeworfen bekommen. Okay, sorry. Okay, einmal in der Mitte, Handzeichen von dir. Just raise your hand. Ja. Hi, question for Svenja. When you won the Euros in 2013, you played alongside Nadine Kessler. How strange will it be for you tomorrow to be presented with your medals by her? And for everything that we've seen this month, the crowds, the media interest, the sponsorship, how much credit goes to her for her vision and her hard work? Thomas, kannst du kurz übersetzen? Wir haben das jetzt gerade uns auf zwei verschiedene... Ja. Jetzt hat man sich auf das eine so verlassen, dass das andere nur halb mitbekommen hat. Aber ich glaube, es ging um Nadine Kessler. Sie hat ja auch über Jahre den deutschen Frauenfußball geprägt und hat jetzt in anderer Funktion auch eine sehr, sehr prägende Funktion und präsentiert den Frauenfußball sehr, sehr schön und gut, was sehr hilfreich ist. Und von daher habe ich auch damals noch mit ihr in der Nationalmannschaft zusammengespielt und es ist natürlich immer schön, bekannte Gesichter zu sehen und wäre natürlich morgen auch ein tolles Erlebnis für uns alle, glaube ich. And one for Martina. The two teams in the final are the two that negotiated the highest bonuses. Is it true that when you won in 1989, you were presented with a tea set? And how much would it being professional back then change your career? Das sind die zwei Mannschaften, die höchste Prämie bekommen. Du hast 89 ein. Übrigens sehr schönes Kaffeeservice, aber kein Teeservice bekommen. Wie beurteilst du jetzt die Entwicklung des Frauenfußballs? Ja, wenn man mal sieht, was in der Kürze der Zeit im Frauenfußball passiert ist, weil wir hinken ja schon auch ein paar Jahre hinterher, was so Erlaubnis, dass Frauen Fußball spielen dürfen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern haben, haben wir wahnsinnig viel erreicht. Und wir waren 89 Amateure und ich sage immer, wir haben da einen EM-Titel gewonnen. Und der EM-Titel ist genauso viel wert gewesen, wie der EM-Titel morgen wert sein würde. Nämlich, er hat einen herausragenden sportlichen Wert. Aber dass wir jetzt diese Entwicklung haben, das freut mich außerordentlich, dass wir Spielerinnen auf der ganzen Welt haben, die einfach auch die Chance haben, jetzt Fußball zu ihrem Beruf machen zu können, dass sich das Thema Talentgerechtigkeit anpasst und verändert, dass wir Gleichberechtigung bekommen, dass junge Mädchen selbstbewusster auftreten können und auch Selbstbewusstsein gewinnen. Das sind für mich viel, viel größere Werte
als die Prämienfrage, ob wir jetzt 40.000, 60.000, 100.000 oder 400.000 Euro bekommen. Das verändert nichts bei uns in der Haltung und in der Liebe zu unserem Sport und auch in der sozialen Kompetenz, wie wir Werte leben, wie wir Werte vermitteln. Aber ich freue mich natürlich, dass sich diese Rahmenbedingungen verändert haben, dass heute Spielerinnen sich aussuchen können, wo sie in der Welt Fußball spielen wollen. Und das ist etwas, wovon Silvia Knight und ich Anfang der 90er Jahre auch schon geträumt haben. Wir dürfen es jetzt anders leben oder durften es anders leben. Silvia als herausragende Trainerin, ich habe jetzt das Privileg, Bundestrainerin sein zu dürfen und auch ein Teil der Geschichte sein zu können. Und das ist ein außerordentliches Privileg. The second lady to your left, please, the mic. Ich versuch's nochmal. Das It does not work. A question for both, please, in English. Martina, you touched on it there where you talked about wanting to see change going forward in older countries. I just wondered what you would like to see both of you change in Germany after this Euros. Ich glaube, das war für dich die Frage. Ich war nichts. Meins funktioniert nicht. Du hast ja eben gesagt, jetzt muss ich was ändern. Ja. Wir müssen Veränderungen mitnehmen. Was genau muss ich verändern? Mach es bitte kurz, weil ich. Ja. Ich mache es kurz, hat die Frau Seitz gesagt. Also wir wollen weiter mehr Talentgerechtigkeit haben. Wir wollen bessere Stadien haben. Wir müssen über die Zulassungsvoraussetzungen nachdenken. Wir wollen Zuschauer gewinnen. Wir wollen ein bisschen andere Fernsehzeiten bzw. Anstoßzeiten haben. Wir wollen die Liga noch attraktiver machen. Also im Großen und Ganzen wollen wir einfach die nächsten Schritte machen, die sich daraus ergeben. Und ich erhoffe mir auch, dass der Sport insgesamt in Deutschland eine größere Bedeutung gewinnt, auf der Schulebene, auf der politischen und auf der Bildungsebene. And the gentleman in the white jacket. Question for both of you. Okay. England, Germany is kind of a classic rivalry in football and maybe a trauma for England, except for 1966. And on the women's side, you've beaten them most of the times, even in the Euros final 2009. What's your relationship between this rivalry, Germany, England? Ich glaube, die ist für uns als Spielerin erstmal zweitrangig. Natürlich wird über die Medien immer viel geschrieben und natürlich pusht es irgendwie auch alle nochmal, so auch diesen Klassiker hervorzuheben. Für uns steht aber ganz klar morgen ja im Fokus, egal was in der Vergangenheit oder was auch vielleicht auch bei nächsten Turnieren passieren wird. Morgen zählt's. Wir wollen nochmal alles raushauen, was in unserem Tank sitzt und das ist eine ganze Menge. Und ja, wir wollen natürlich den Europameistertitel mit nach Deutschland nehmen. Ja, Svenja hat eigentlich alles gesagt. Nichtsdestotrotz ist es einfach etwas, was, glaube ich, Fußballfans elektrisiert. Also es ist einfach so, England, Deutschland, Deutschland, England. Es hat so eine traditionsreiche Geschichte und für mich ist es eh ein Fußball. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt ein Männerspiel ist oder ein Frauenspiel ist. Es ist ein Fußballfest. Beide Mannschaften stehen zu Recht im Finale und deshalb freuen sich, glaube ich, alle darauf. Mehrere Millionen in ganz Europa werden zuschauen und von daher nochmals. Wenn wir es vorher hätten träumen dürfen, dann hätten wir genau gesagt, wir wollen hier im Wembley-Stadion gegen England und gegen niemand anderem im Finale stehen. Martina Knief. Martina, die Spielerinnen haben uns ja in den vergangenen Tagen schon so ein bisschen mitgenommen, was die Bedeutung dieses Spieles ist. Das ist für dich als Trainerin ja mutmaßlich auch das erste große Spiel, das große Endspiel. Nehmen uns doch mal so ein bisschen... Nein? Was habe ich übersehen? Also ich hatte als Trainerin schon ein paar andere große Endspiele. Mit Duisburg. Okay. Und auch sag Spiele, wo es in K.O.-Phasen geht, sind dann für mich auch Endspiele. Anders. Ist es als Nationaltrainerin dein erstes großes Spiel? Ich habe die Kurve noch gekriegt, Dankeschön. Nimm uns auch mal mit so in deine Gefühlswelt. Ist die jetzt anders oder hast du gar keine Zeit, so ein bisschen Emotionen oder Gefühlen freien Lauf zu lassen? Doch, natürlich lasse ich meinen Emotionen und Gefühlen auch freien Lauf. Aber das ist gerade eher so, dass ich einfach stolz bin. Stolz auf den Weg, den wir jetzt alle zusammen gegangen sind. Und ich saß dann schon heute Morgen in meinem Hotelzimmer, so ein bisschen mit dem Rücken angelehnt am Bett und habe gedacht, wow, das ist wirklich wahr. Und ich muss mir im Moment täglich nochmal eigentlich vor Augen führen, ja. Und als wir gerade hier ankamen und ich dieses Stadion gesehen habe, ja, es ist wahr. Und wir sind für etwas belohnt worden.
ja, wo wir, wie gesagt, ja auch Widerstände und Herausforderungen aufgenommen haben. Und was im Moment aber absolut überwiegt, ist der Stolz auf das Team hinterm Team, auf die Prozesse, die wir gegangen sind. Und ein Stück weit werden wir jetzt einfach dafür belohnt. Und alles andere kommt, glaube ich, erst nachher, wenn ich mal zur Ruhe komme und wenn ich das ein Stück weit dann auch für mich reflektieren darf. Anna Dreher, nochmal die Handzeichen fürs Mikro. Das schließt ganz gut an. Gestern war die Stimmung in der Pressekonferenz ja sehr ausgelassen. Die habt ihr wahrscheinlich inzwischen alle mitbekommen, was da passiert ist. Wie würdest du die Stimmung heute beschreiben? Jetzt ist nochmal ein Tag näher am Finale. Ist immer noch diese enorm große Entspannung und Lockerheit da oder ist jetzt doch mehr Anspannung zu spüren im Team? Ich glaube, dass ein sehr, sehr guter Mix auch zwischen Entspannung und Anspannung herrscht. Die Mädels kommen jetzt auch gleich hier ins Stadion. Wir werden gleich unser Abschlusstraining hier im Stadion haben. Da ist die Vorfreude natürlich auch schon sehr, sehr groß. Und natürlich, je näher es zum Spiel geht, umso mehr kommt natürlich auch der Fokus und die normale Anspannung, die vor jedem Spiel auch da ist, wird natürlich intensiver. Aber ich bemerke jetzt innerhalb der Mannschaft keine besondere Nervosität oder größere Anspannung als vor allen anderen Spielen auch, sondern einfach ja diese Freude, morgen hier zu stehen, sich ja für diese harte Arbeit zu belohnen, nicht nur jetzt im Turnier, sondern eben auch die Wochen, Monate davor, für, ja, man sagt ja immer so schön, Blut, Schweiß und Tränen, für Rückschläge. Und von daher ja, ist die Vorfreude definitiv viel, viel größer als alles andere. Ulrike John. Ja, hallo. Vielleicht gibt es noch ein paar Details zu Clara Bühl. Gibt es denn irgendeine Chance noch, dass sie als Zuschauer noch ins Stadion kommt? Oder wie sieht es einfach aus? Ja, Clara ist aktuell symptomfrei und sollte ein negativer Test da sein, dann kann sie auch ins Stadion. Katja Streso. Ich habe noch eine Frage zu der Aktion von Alexandra gestern, die ja wieder die Diskussion so ein bisschen geschürt hat. Der Vergleich Männerfußball, Frauenfußball. Wie seht ihr das konkret, also eure Eindrücke dazu? Inwiefern? Ja, weil ja jetzt wieder der Vergleich geführt wird. Sie ist so gut wie Lewandowski, sie ist so gut wie Benzema, diese üblichen Themen, die dann kommen. Ihre Aktion war natürlich eine Reaktion auf das, was vorher war im Postillon. Aber wie ist eure Meinung dazu, zu dieser ganzen Debatte? Ja, ich glaube ja, dass wir gestern dann eindrucksvoll gezeigt haben, dass wir das auch mit Humor nehmen. Und ich denke, es werden ja in diversen Geschichten immer wieder vielleicht auch Vergleiche gezogen, obwohl man es auch nicht vergleichen kann, weil Männer ja dann eben auch andere Voraussetzungen als Frauen haben und trotzdem sprechen wir von einem Fußball und von daher ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass diese Vergleiche kommen und ja, ich meine, man bekommt natürlich auch aktuell sehr viel auf Social Media mit und lesen einiges und nehmen vieles mit Humor und von daher ist es, glaube ich, dann auch eine ganz gute Mischung. Lisa de Reuter. Mich würde mal interessieren, wir haben jetzt noch 24,5 Stunden knapp bis zum Finale. Wie verbringt ihr die? Wann geht man ins Bett? Geht man früher ins Bett von einem Finale? Wie frühstücken vielleicht morgen alle zusammen, weil es der Finaltag ist? Wie sehen eure letzten 24,5 Stunden bis zum Anpfiff aus? Fang du mal an. Meine sind ja anders als deine. Wir bleiben auf jeden Fall in unseren Abläufen und werden nichts anderes, auch nicht vor einem Finale machen. Und ja, das bedeutet auch, dass wir jetzt gleich das Abschlusstraining haben, heute Abend gemeinsam zu Abend essen. Die eine oder andere wird auch noch Behandlung haben. Morgen früh ist ein individuelles Frühstück. Es gibt Spielerinnen, die stehen früher auf. Es gibt Spielerinnen, die schlafen gerne länger. Dann wird es einen kurzen Spaziergang oder eine Aktivierung geben. Das wird dann noch kommuniziert. Gemeinsames Mittagessen, noch mal kurz die Füße hochlegen und dann Vollgas im Stadion. Also da wird es keine anderen Abläufe geben. Der Kollege im... No, 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 no. I was wondering, being in England and being in the training camp and focused on the games, how much you're aware of what is being said at home, how much of an impact you're aware of the tournament having, and whether you think there's been a real sense of a kind of a purity in terms of people kind of falling in love with the game itself again and just really enjoying it from a purely sporting perspective as well as everything else. And I just don't know how much of that reaches you.
Ja, uns erreicht natürlich eine ganze Menge auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das geht vom ganz normalen Fußballfan, der vielleicht lange jetzt keine Spiele gesehen hat im Frauenbereich, bis hin aber natürlich zur absoluten Prominenz. Und wie ein Männerspiel in der Kreisliga oder in der Bundesliga oder in der Champions League. Und genauso ist es im Frauenbereich. Wir machen diese Unterschiede ja auch gar nicht. Und ich finde es aber schön, dass wir natürlich jetzt diese Zeit nutzen konnten, so ein bisschen neben der Tour de France dieses Merkmal zu haben, das ganze Turnier in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ja nicht nur unsere Spiele waren gut, sondern auch alle anderen Spiele bei dieser EM waren gut. Und wir sind bestätigt worden in dem, dass wir gesagt haben, es ist nicht nur Zuschauerinteresse, nicht nur Marketing, es wird auch sportlich ein herausragendes Turnier werden. Und das freut mich natürlich als Fußballerin oder als Trainerin, die diesen Fußball liebt, als Fan ungemein, dass wir diese sportliche Qualität hier haben zeigen dürfen und dass die Menschen es respektieren und einfach unsere Fußballerinnen, unsere tollen Sportlerinnen und Persönlichkeiten den Respekt und die Anerkennung bekommen. Und das genießen wir aktuell. Mhm. Hi, Martina. Just wanted to check. So you said that if Clara Bull has a negative test, she could come to the stadium as a spectator. Is it a case that if she did test negative, there would be a consideration about whether to put her in the squad? Or is it a case of she's not trained, even if she tests negative tomorrow, she wouldn't be ready or available? Nein, wir werden uns an unseren Protokollen halten, an das medizinische Protokoll, was bedeuten würde, dass erst im Falle eines negativen Tests bestimmte Untersuchungen gemacht werden. Das sind wir der Clara Bühl schuldig, das sind wir den Vereinen schuldig, das sind wir unserer Verantwortung schuldig als Trainer und Mediziner. Und von daher ist das eben nicht möglich. Aber wir würden natürlich uns riesig freuen, wenn Clara zumindest freigetestet ist und dann zum Spiel kommen könnte. Das wäre sehr schön für uns und vor allen Dingen für Clara. Der Kollege von der UEFA? No, 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 not the French man. Thank you. This is a question for Svenja. You've played with Alex Pop for I don't know how long, maybe since you were 15 or something. What does it mean that you two will be in a final, and also what does it mean to you, for someone who you've played with for so long, to have had such an amazing month that she has had? Ja, wir verbringen eigentlich schon unser ganzes Leben, nur ein halbes Leben zusammen, und von daher bin ich oder sind wir sehr froh, dass Poppy es rechtzeitig geschafft hat, hier fit zur Europameisterschaft zu werden und dann eben auch noch so eindrucksvoll uns mit ihren Toren hilft. Wir haben im Laufe der Zeit schon einiges erlebt. Wir haben einige Rückschläge erlebt, egal ob Niederlagen oder eben dann auch Verletzungen, die leider dann auch das ein oder andere Mal dazugehören, aber eben auch viele, viele schöne Momente und Erfolge zusammen gefeiert. Und das schweißt natürlich zusammen. Und von daher wollen wir morgen uns um ein schöneres Erlebnis bereichern. Now Canal Plus. Hello. No question about Alexandra Pop. She can be a top scorer tomorrow. Is it an objective for her? And did she tell you about that? Thanks. Also das größte Ziel für Alexandra Pop ist, das Finale zu gewinnen. Und ich glaube, der Alex ist es total egal, ob sie dabei ein Tor machen würde, ob sie es vorbereitet oder ob Svenja Huth von rechts flankt und sie den Kopf hinhält. Das spielt keine Rolle. Alex ist ein absoluter Teamplayer. Und wer das Spiel gegen Frankreich gesehen hat, der hat natürlich eine Alexandra Pop gesehen, die zwei Tore gemacht hat. Aber meine Lieblingsszene, und ich glaube, das beschreibt Alexandra Pop aktuell, wie sie gerade vorne wegmarschiert, ist die 85. Minute, als sie einen 60-Meter-Sprint zurückmacht und an der Ecke vom 16er den Ball blockt. Und das zeigt eben genau gerade den Wert und die Einstellung, die Alex hat, neben dem, dass es aber jede andere Spielerin auch hat. Und das ist gerade die Stärke des Teams, dass sowohl die eine der anderen was gönnt, aber auch jede Einzelne bereit ist, einen eventuellen Fehler oder eine herausfordernde Situation gemeinschaftlich zu meistern. Und das macht uns eben gerade stark, das macht uns selbstbewusst und das hilft uns hoffentlich auch, morgen nicht nur eine gute Leistung zu zeigen, sondern
hoffentlich auch als Sieger vom Platz zu gehen. Bitte schön. Hi Martina. The Wembley Germany England game we all remember here is 1996. The penalty shootout. Do you remember that game and how do you prepare for penalties? Also ich bin ja erst 1967 geboren. Also ich bin ja noch relativ jung, von daher natürlich kann ich mich an die Situation nur aus den Bildern, aus dem, was man in der Fußballhistorie erlebt hat. Und natürlich weiß jeder, welche Geschichte in der Fußballhistorie zwischen Deutschland und England ist und zwischen Wembley und Wembley-Tore und Elfmeterschießen. Aber auch besondere Momente im Elfmeterschießen zwischen Deutschland und England. Aber das ist alles Vergangenheit. Und ich glaube, dass der Druck morgen tatsächlich bei England liegt. Der Druck dort ist größer als der bei uns. Und sollte es zu einem Penaltyschießen kommen, dann wissen wir auch, dann musst du erstmal den Mut finden, dorthin zu gehen. Du musst den Mut finden, dich dieser Verantwortung zu stellen. Und da gehört dann auch mal Glück zu. Aber auch da ist natürlich ja, Druck bei jeder Spielerin. Und dann kann es auch mal sein, dass es eben einen besonderen Moment gibt. Wir wollen es vermeiden. Wir wollen nicht dahin. Aber wenn es so kommt, dann sind wir auch bereit. Halima Hotaki, Deutsche Welle. So, meine Frage, ja, wäre schön, wenn ich einmal die Perspektive von Martina und dann von Svenja dafür bekommen könnte. Was genau an dieser Gruppe oder was genau hat diese Gruppe, wo ihr glaubt, dass die hat es, das Finale zu erreichen? Was macht diese Gruppe so einzigartig, so anders? Boah, das ist eine ganz schwere Frage, weil man ja nicht unterschiedliche Gruppen miteinander vergleichen kann. Ich glaube, wir können das inhaltlich noch gar nicht so richtig festmachen. Wir haben einfach etwas aufgebaut in den letzten zweieinhalb Jahren, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir immer wieder bereit waren, uns zu hinterfragen, gerade wenn etwas nicht funktioniert hat, aber auch eine absolute Bereitschaft hatten, uns zu hinterfragen, weil es funktioniert hat. Und trotzdem wollten wir optimieren. Also wir haben einen sehr hohen Anspruch an uns selber und diesen Weg sind diese Spielerinnen komplett miteinander mitgegangen. Aber sich dann so zu finden, das ist ein Prozess, den die Spielerinnen, das kann Svenja, glaube ich, viel besser beantworten, aus ihrer Perspektive ganz alleine gegangen sind. Wir hatten hervorragende Rahmenbedingungen, das können wir immer wieder nur betonen. Ich möchte auch nochmal den Dank aussprechen an alle Vereinstrainer, die natürlich auch da schon in der Vorarbeit richtig, richtig viel mit uns zusammen gemacht haben. Ohne diese Arbeit wäre es nicht möglich gewesen. Wir haben das Thema, was die Spielerinnen ja gar nicht mehr hören konnten, Belastungsmanagement, Steuerung, natürlich auch mal als Herausforderung gehabt, aber auch das mussten wir nehmen. Und am Ende haben wir alle an einem Strang gezogen. Und ich glaube, das ist gerade die Basis. Dieser Strang ist sehr dick, der ist sehr fest und da braucht schon ein bisschen was, damit man den ein Stück weit einschneiden kann. Ja, Martina, was soll ich jetzt noch sagen? Also aus Sicht der Spielerin, ich glaube, dass es ganz gut trifft. Der Strang ist dick, weil ich glaube auch die Monate davor, wo vielleicht dann immer auch mal es ein bisschen holpriger war, uns einfach zusammengeschweißt hat. Und wir haben einfach unglaublich tolle Charaktere in der Mannschaft. Was Martina vorhin auch schon gesagt hat, dieses Gönnen, dieses gegenseitig Gönnen, aber auch das nachzuempfinden, wie es der anderen Person in der jeweiligen Situation geht. Das macht dieses Team so stark und natürlich schweißen Rückschläge, aber eben auch gemeinsame Teamabende uns als Team zusammen und das haben wir wirklich aus dem Team heraus ja, wunderbar gemacht. Also da kann ich nur stolz auf meine Mannschaft auch sein, das mitzuerleben und dieses Wir-Gefühl wirklich nicht nur zu sagen, sondern auch zu leben. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, das eben auch zu leben mit allen Punkten, die ich gerade schon genannt habe. Das macht dieses Team so stark. Und eben mit diesem ja, übergeordneten Ziel, mit dem Fokus im Blick, was morgen vor der Tür steht. And the last question, the man in green, sorry. Question for coach. I hope you don't get this question before. My German is not that good. But a question about Lena Oberdorf. How do you view her future as a football player? And how important do you think she will be tomorrow's game? And how important do you think she has been this tournament for your team?
Ja, die Frage beantwortet sich ja auch eigentlich von alleine. Lena Oberdorf spielt ihr zweites großes Turnier für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit der Reife, die sie jetzt in dieser Kürze der Zeit von 2019 bis jetzt gemacht hat, nicht nur die Art, wie sie Fußball spielt, wie sie Fußball lebt, sondern auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das ein Quantensprung. Dann ist das sehr, sehr reif. Dann ist das etwas, was sie auch im Spiel lebt. Sie lernt permanent dazu. Sie ist nie zufrieden mit sich. Sie findet immer noch irgendwie einen Punkt, wo sie sagt, ja, aber das war ja dann trotzdem nicht. Und das zeichnet sie aus. Trotzdem findet sie auch gerade oder macht sie gerade den nächsten Schritt, auch zu sehen, was sie leisten kann, wo sie aber auch ihre Ruhezonen braucht, wo sie sich zurückziehen kann und muss, wo sie mal wegkommt. Und Lena Oberdorf ist jetzt schon sehr weit in den Dingen, die sie benennen möchte. Also sie hat eine klare Meinung, sie hat einen klaren Standpunkt, sie hat ein großartiges Fußballverständnis. Und das zeigt sie gerade in einer Dominanz auf dem Platz, die für eine so junge Spielerin extrem ungewöhnlich ist. Und ihr steht natürlich eine sehr, sehr große Zukunft im Fußball bevor, wenn sie gesund bleibt. Und das ist unser erster Anspruch, unsere Spielerin gesund durch die nächsten Jahre zu bringen. Und ich bin froh, dass Lena Oberdorf bei uns im Team ist, dass sie die Unterstützung von den Älteren bekommt, dass sie auch bereit ist, diese Unterstützung anzunehmen, aber dass sie jetzt auch schon vorangeht. Sie coacht, sie setzt Zeichen, sie liebt die Art, wie sie selber spielt und kann sich dann auch mal selbst feiern. Und das ist großartig. Und das gehört zum wenn du die nächsten Schritte machen willst, dann gehört das genau dazu. Das ist keine Arroganz, sondern das ist einfach das Wissen um diese Stärke, die Liebe zu diesem Fußball. Und das zeigt sie.